Ich wollte einmal ganz nah das beschreiben, was so allgemein DDR-Opposition heißt und wo sich eigentlich niemand so richtig was Lebendiges drunter vorstellen konnte. Und es waren lebendige einzelne Menschen, die haben nachts Flugblätter verteilt. Und ich wollte, dass man es mal so beschreibt, dass man mit ihnen nachts durch die Straßen geht, dass sie Flugblätter verteilen, dass sie Angst haben und diese Angst überwinden, aber dass sie nicht nur irgendwie über Aufrufe diskutieren, sondern dass sie auch zusammen wohnen, sich verlieben, dass sie zusammen am See sitzen und Rotwein trinken und Pläne für Aktionen schmieden. Das waren junge Leute, zwischen 17 und 25 Jahre damals alt, im Wesentlichen, die in Leipzig mit in die ersten Reihen der Demonstrationen immer gegangen sind und die anderen Menschen mitgerissen haben. Da muss man seine Angst überwinden. Und wie macht man das? Das ist wichtig. Wie engagiert man sich? Mit wem kann man zusammenarbeiten? Auf wen kann man sich verlassen? Wen kann man vertrauen? Und wie erreicht man eine Öffentlichkeit? Wie wird man zu einer politischen Kraft? Sie haben mir Ihre privaten Fotoalben gezeigt. Ich konnte in Briefe sehen, in Tagebücher, Notizkalender. Ich konnte sehr viel genauer hinschauen. Und deshalb ist auch die Geschichte in dem Buch sehr viel konkreter, sehr viel anschaulicher. Es wird auch klar, dass hier nicht nur Menschen gehandelt haben, die ständig im Keller saßen und Angst hatten vor der Stasi, sondern Menschen, die Spaß daran hatten, gemeinsam etwas zu überwinden, etwas zu erkämpfen, was andere für unmöglich hielten.